Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auf der Equitana das Kompetenzzentrum Pferdegerecht. Eine Art Mini-Kongress zu allen Themen rund ums Pferd. Initiator des Kompetenzzentrums ist Horst Becker. Die Idee war, Experten, wirkliche Experten aus ihren Nischen zu holen, weil meistens ist es im Pferdebereich so, es gibt sehr viel sehr gute Leute. Diese guten Leute haben viel zu tun und kommen somit aus eigener Initiative nicht auf eine Pferdemesse. Der Einsteiger, der neue Pferdefreund, der jetzt am Anfang seiner reiterlichen Karriere steht, kommt auf eine Messe oder er hört von jemandem, von dem er in der Zeitung liest, der eben Werbung macht und geht dorthin. Und oft ist das nicht unbedingt das Optimum, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da lassen viele Leute manchmal auch viel Geld und viele Leute lassen auch viel Lust am Reiten, dadurch, dass sie erstmal an den Falschen geraten sind. Also habe ich versucht, diese Experten aus ihren Löchern zu holen, aus ihren Nischen zu holen und eine Plattform zu schaffen, wo man einerseits diesen Vorträgen folgen kann, aber auch zum anderen diesen Referenten danach greifen kann und kann sagen, Ihre Philosophie finde ich toll, ich möchte gern bei Ihnen Unterricht haben oder ich brauche einen Sattel oder mein Pferd muss beschlagen werden, was auch immer. Es soll sein, dass die Experten, die Profis, die Spezialisten für ein gewisses Thema für den Besucher anfassbar sind. Der renommierte Ausbilder verfolgt ein ganzheitliches Konzept. Sattelkunde und Gesundheitsvorsorge gehören ebenso dazu wie die Berücksichtigung der anatomischen Voraussetzungen des Pferdes. Die klassischen Trainingsmethoden der Wiener Hofreitschule oder etwa beim Zirkus haben ihn besonders beeindruckt. Um wieder neuen Schwung zu holen. Wenn Sie zum Beispiel schauen, in der Wiener Hofreitschule als Beispiel, ist ein Pferd nach 5 bis 6 Jahren ausgebildet. Der geht fast ein Jahr nur an der Longe, nur Longe, im Zirkus Knie, ich habe das so gelernt, ein Jahr Longen-ABC. Aber Sie setzen sich dann nach einem Jahr drauf, nehmen die Zügel auf, machen das Bein dran und der ist da und der arbeitet los. Verstehen Sie? Ja. Das ist das, was ich meine. Ja. Und da fehlt einfach, uns fehlt oft das Verständnis für die Kraft eines Pferdes. Ja. Dass man diese Kraft fördern muss, weil wir denken, das Tier ist ja so stark, aber das ist in seiner Statik nicht konstruiert dafür. Nein, es ist nicht konstruiert, um Reiter zu tragen. Also muss man etwas unnatürlich trainieren. Ein Pferd galoppiert in freier Natur viel weniger als es trabt meistens, ja, weil es da viel einfacher im Rhythmus gehen kann, aber da braucht es auch diese Kraft nicht. Und dieses Verständnis, dass ein Pferd Kraft braucht, zu der Aufgabe ist. Das ist für mich das Allerwichtigste.